Hey Leute, mein Name ist Sebastian Spasig, ich bin Streetfotograf aus dem Ruhrgebiet. Herzlich willkommen in der Canon Academy. Und heute haben wir wieder einen neuen Hack für euch und heute geht's um Lowlight Photography. Was sind eigentlich Lowlight-Situationen? Ja? Das ist wie bei mir zum Beispiel oft, wenn ich in der U-Bahn fotografiere, wenn ich Konzerte fotografiere, wenn ich auf Sportevents bin und Artificial Light habe, also kein Tageslicht habe oder halt die blaue Stunde komplett verpasst. Ihr alle kennt das. Also Fotografie bei schlechtem Licht ist ein großer Challenge. Und da sollte man seine Kamera relativ gut kennen. Wenn man noch nicht so sicher ist im manuellen Modus, hilft euch auf jeden Fall der AV-Modus, der hier zum Beispiel der EOS M50, der für euch zumindest schon mal die Verschlusszeiten berechnet. Ja? Geht dann selber über die Blende, stellt die ISO selber ein. Ihr könnt immer erstmal in Automatik gehen und gucken, was passiert mit dem Foto. Try and Error. Ihr tastet euch immer mehr an dieses Bild heran, was euch gut gefällt. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man versucht, irgendwelche Bewegungen aufzunehmen. Da würde ich zum Beispiel immer mit dem Stativ arbeiten. Also lange Verschlusszeit bedeutet ruhige Hand, damit wir wirklich ein knackig scharfes Bild kriegen. Lieber fokussiert und scharf als verschwommen. Ja? Und lieber ein bisschen kerniger. Ihr könnt im Post unglaublich viel retten, wenn ihr verschiedene Programme benutzt. Und im Nachhinein gibt es immer die Möglichkeit, so ein Bild noch ein bisschen zu retuschieren und zu bearbeiten. Das war's von mir zu dem Thema Lowlight-Fotografie und denkt dran, lieber Lowlight als Nolight.